Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO Smoke Tutorial. Wir befassen uns nun mit der Map Overpass. Ihr habt sie euch als nächstes gewünscht. Somit wird sie jetzt auch durchgearbeitet. Wir fangen mal mit den T-Smokes an. Und zwar direkt mit der wichtigsten, wie ich finde. Und zwar wie man die Barrel smoked, also Toxic. Dafür geht ihr einfach auf dieses Stück Holz und lauft auf die Wand zu. Ihr haltet kurz an, beziehungsweise ihr merkt es, wenn ihr an der Wand steht. Ihr könnt aber weiterlaufen und lauft dann die Wand hoch. So weit solltet ihr nicht gehen. Also ihr geht einfach nur bis hier. Ihr steht nun also hier, schaut euch diese Säule an, geht weiter nach oben und schmeißt dann genau hier. Die ist vielleicht ein bisschen tricky, weil die mal nach hinten dran fällt am Anfang, wenn man es nicht so drauf hat. Also, dass sie direkt hier hinten reinfällt. Oder es eine kleine Gap gibt, die muss man halt ein paar Mal üben. Am Ende sieht es dann genau so aus und man kann hier wunderschön hochgehen und der Barrel-Spieler bzw. Toxic-Spieler kann einen nicht so einfach wegschniedelwursten. Mit der nächsten Smoke könnt ihr Window oben wegsmoken. Und zwar geht ihr genau hier in die Ecke. Visiert das hier an, dieses Stück, und schmeißt. Und so könnt ihr dann ganz gemütlich hier auf dem Spot planten, beziehungsweise euch aufhalten, ohne Angst haben zu müssen, dass ihr davon Heaven sichtbar seid. Die dritte Smoke schmeißt ihr einfach hier aus dem Müll heraus, und zwar stellt ihr euch einfach hier hinten in diese Ecke. Wie seht ganz, ganz da oben die Spitze an und schmeißt. Und schon könnt ihr hier auf den Spot drauf gehen, ohne Angst vor Water haben zu müssen. Und ihr könnt euch natürlich denken, dass diese drei Smokes dementsprechend auch kombiniert geworfen werden können. Und ihr habt dann hier eine kleine Smoke Wall und könnt dann ganz genüsslich auf den Spot drauf. Des Weiteren bzw. hinzukommt, gibt es dann noch eine kleine Smoke für Short. Ihr stellt euch hier in die Ecke, zieht genau hier oben hin, so, und schmeißt. Diese Smoke smokt für euch Short ab. Das heißt, es ist einfach nochmal erweiternd zu den anderen dreien, die ich euch eben gezeigt habe. Nur hier unten kann man durchschauen. Das dürft ihr nicht vergessen, dass hier trotzdem jemand stehen kann, der perfekte Sicht auf euch hat. Falls ihr Water hier auf Short bereits kontrolliert, könnt ihr auch einfach hier in diese Ecke gehen und die gleiche Smoke genau so schmeißen. Ihr zieht einfach auf diese kleine Schraube hier, zack. Und dann ist die Smoke genauso wie die andere auch. Nur eben von Short geworfen, beziehungsweise von Water. Nun kommen wir zu den A-Smokes. Wenn ihr Toilets und hier Short bereits gesäubert habt, dann geht ihr einfach hier hinten rein. Zielt dieses Blättchen hier an. Schmeißt. Und schon habt ihr Stairs komplett gesmoked und könnt dann hier bequemer auf A rumhantieren. Dieser Outer-Toilets-Bereich kann auch gesmoked werden, indem man auf die Rutsche geht. Einfach ganz hoch. Auf dieses untere Stück von dem Teil anfängt zu zielen. Man geht hier rüber in genau die Hälfte dieses Bereiches, der aus den Bäumen gebildet wird. Dann schmeißt ihr. Und schon habt ihr hier eine schöne Smoke liegen. Wenn jemand anderes noch Toilet smoked, dann kann man direkt dann hier runter, mehr oder weniger ungesehen und so weiter. Diese besagte Smoke, also um das jetzt zu smoken, wird auch von Playground geschmissen. Und zwar geht ihr einfach zwischen diese Blumen. Und ihr seht auf die Mitte dieser Blume, geht hoch. Und sobald ihr diesen Zweig trefft, diesen ersten Zweig oder Ast, schmeißt ihr. Das heißt, diese und jene Smoke gemeinsam. Wall of Smoke. Natürlich wollen wir jetzt auch noch wissen, wie Connector gesmoked wird. Das geht auch wie folgt von da hinten. Und zwar, passt auf. Ihr stellt euch diesmal an diese Seite hier, hier hinten hin, an die Kante. So. Und dann habt ihr hier oben diesen kleinen Astzweig, Blatt, Arrangement. Und ihr schmeißt einfach voll drauf. Also direkt auf die Mitte sozusagen. Und schon liegt die Smoke hier. Wunderschön! Ich werde gucken, dass ich euch jetzt immer schön vergrößere und dann irgendwie oben links oder oben rechts hinmache. Einfach diesen Abwurfpunkt. Ich zeige es euch nochmal kurz. So. Voll in die Mitte von diesem kleinen Blattring. Schon ist sie wieder da. Wenn ihr nun unterwegs seid und auf dem A-Spot planten wollt, dann habt ihr die eine Smoke schon im Kopf für die Stairs und die nächste, die Bank Smoke, geht, indem ihr euch an dieses Schild stellt. Dann verdeckt ihr das A genau von diesem mit diesem schwarzen Balken. Zieht einfach oben auf die Kante, schmeißt und schon habt ihr Bank gesmoked. Tada! Nun zu meiner ultra krassen Hardcore Smoke, die ich hier ständig schmeiße, also einfach irgendwo gegen das Haus, damit ich dann on-spot gesmoked bin und planten kann, also meine Smoke landet meistens in diesem Bereich, aber sie ist halt nie so wirklich sicher. Diese gibt es aber auch in Feste. Und zwar geht ihr einfach genau in die Mitte, zieht etwas über das B und schmeißt. Habt ihr eine wunderbare Smoke, die hier vorne zumacht. Und dann könnt ihr halt direkt hier drauf gehen. Ihr wisst ja, ich mache in den Livestreams meistens sowas hier und dann smoke ich mir damit auch, wenn es irgendwie klappt, halt so ungefähr die Sache hier zu. Aber das ist kein, man merkt, das ist kein fester Wurf, das habe ich eben schon geworfen. Das ist kein gutes Teil, das ist kein extrem gutes Teil. Merkt euch einfach diese festen Größen. Also ich kann echt voll und ganz verstehen, warum man das so macht. Ich habe ganz am Anfang dachte ich, hey, Smoke-Tutorials, man muss doch das im Gefühl haben und ihr merkt ja auch, meine Smoke, die ich da einfach aus dem Lauf irgendwo hinschmeiße, die fliegen schon ungefähr dahin, wo sie hin sollen. Aber wenn man eben einen festen Go machen will, dann ist es viel sinnvoller, wenn man standardisierte Smokes hat. Die nächste Smoke ist folgende. Ihr geht genau an diese Kante hier von diesem Steinding. Zielt
direkt an diesen ersten Apartmentblock hin. Der ist ja hier abgetrennt, also augenscheinlich. Geht nach oben und bildet dann eine Linie zu dem Teil hier. So ungefähr. Und jetzt guckt mal. Herrlich. Diese Smoke macht jetzt die nächste Lücke dicht. Also diese hier zwischen dem Truck und dem eigentlichen Spot. Wenn man die andere auch schmeißt, das ist ja auch zu. Ergänzend zu der Smoke kann man hier noch eine schmeißen, indem man sich genau in diese Ecke begibt, oben auf das Schild zielt und dann einfach darauf zuläuft und ungefähr hier schmeißt. Und dann hat man die Smoke, die diese Ecke noch zumacht. Wenn ich die andere jetzt schnell, wow, schmeiß. Schnell geh auf, jawollo. Und dann wiederum die dritte auch noch hier liegen würde. Ja, dann ist ja alles wunderschön zu. So, dann haben wir hier eine wunderbare Wall of Smoke. Machen wir nur noch die City Smokes. Die haben leider gar nicht so arg viele, die kleinen Cities. Und zwar habt ihr hier die erste Smoke, wenn ihr direkt hier in diesen Dumpster geht. Da oben in dieses Dreieck reinzielt. Ja, so, genau in die Mitte dieses kleineren, hier durch markierten Dreiecks. Und damit smoke ihr Short ab. Und zwar ziemlich deep in Short. Also ihr könnt dann auch von hier die Leute eher sehen. Wenn ihr aber noch viel weiter rein smoken wollt, dann könnt ihr auch von der gleichen Position auf die Kante dieses Gebäudes visieren, hoch bis an den zweiten Draht. Und schon habt ihr hier unten Water zugesmoked. Hoppala. Gleiches Spiel. Ihr smoked es zu und steht dann hier bereit mit 80 Mann und legt die um, wenn sie kommen. Wenn man Connector-Spieler ist, kann man auch ziemlich easy hier einfach eine Smoke nach hinten schmeißen. Also ich denke, die hat jeder von euch schon mal geworfen. Die ist auch nicht schwer. Die kann man aus sehr vielen Richtungen schmeißen und die macht immer den gesamten Gang zu. Und ja, und dann könnt ihr da bei Bedarf durchballern. Wenn ihr hingegen Mitte spielen wollt, könnt ihr einfach hier auf die Mitte eine Smoke schmeißen, hochhüpfen und dann eben die Leute wegnatzen, die dann hier lang gehen oder nach oben verschieben wollen. Bei der ist es wichtig, dass ihr die loslasst, diese Smoke, bevor ihr auf die Treppe kommt, sonst fliegt die zu hoch. Also ihr zieht einfach auf die Mitte, schmeißt und dann fliegt die hier ganz knapp hin. Wenn ihr die zu hoch schmeißt, fliegt sie zu weit rein. Also dann fliegt sie da irgendwo nach links. Und das gleiche passiert auch, wenn ihr auf die Treppe drauf dappt. Ja, dann ist es auch zu weit. Also einfach vor der Treppe loslassen. Und die letzte Smoke, die es hier für euch gibt, ist noch eine B-Smoke. Und zwar geht es um die Smoke für hier unten. Die wird meistens auch in der Hektik geworfen, deswegen gibt es hierfür auch keinen speziellen Standpunkt von wegen, ja, 30 Grad Nord, 80 Grad Süd, sondern ihr schmeißt das Ding einfach aus dem Gene heraus. Für diese Smoke gibt es eh viele Arten und Weisen, wie man die schmeißen kann. Man kann auch einfach mit Rechtsklick diese runterfallen lassen. Das geht auch. Ich habe auch schon solche Würfe gesehen, also da gibt es ziemlich viele Dinge. Es funktioniert eigentlich immer, wenn ihr hier oben an das graue Ding dran schmeißt oder eben mit Rechtsklick das Teil einfach aus der Hand fallen lasst. Aber ihr müsst schon ein bisschen nach rechts ziehen, also dass ihr fast da dran knallt. Aber dann halt doch nicht, weil der Weg da abschüssig ist und dann landet sie genau in der Mitte. Für diese Map werden nun also auch alle anderen Tutorials kommen, die ich sonst so mache. Also dann eben die ganzen Nate-Tutorials, wo die Granaten, Mollys und so weiter und so fort gezeigt werden. Da gibt es ein Wallbank-Tutorial, ein Taktik-Tutorial, gemischt mit den Spot-Erklärungen, also welcher Spot wo wie heißt und warum. Und dann wie immer noch eine Gameplay-Analyse auf dieser Map. Falls du für die Maps Dust 2 oder Cache Tutorials suchst, die habe ich schon gemacht, genau in diesem Stil, einmal durchexerziert. Ich habe beide Playlists hier unter dem Video verlinkt. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich. Ciao, ciao!